Verehrte Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientalks Business Today hier von den Medientagen München 2013. Heute wollen wir ein kleines Resümee ziehen zum Online-Gipfel und dazu begrüße ich herzlich bei uns Géraldine de Bastien, Projektmanagerin von New Thinking Communications. Frau de Bastien, schön, dass Sie heute bei uns sind. Dankeschön für die Einladung. Sie hatten ja das Vergnügen, den Online-Gipfel zu moderieren. Der stand in diesem Jahr unter dem Motto Anytime, Anywhere, die neuen Regeln der Medienökonomie. Was waren denn die Ergebnisse des Online-Gipfels? Das Kernergebnis war, dass unsere Zukunft mobil ist, dass sich die Verbreitung mobiler Endgeräte und somit auch die Mobilisierung unserer Mediennutzung jetzt auch in Deutschland zunehmend abzeichnet. Das ist ja in anderen Erdteilen schon länger der Fall, nicht nur in den USA, wo dieser Prozess sehr weit vorangeschritten ist, sondern auch zum Beispiel in Kontinenten wie Afrika, wo das Internet in erster Linie mobil ist. Und das zeichnet sich jetzt, wie gesagt, hier eben auch zunehmend in Deutschland ab. Man geht davon aus, dass in 3 Jahren fast alle Mitglieder unserer Bevölkerung im Besitz mobiler Endgeräte sind, der mobile Anschluss ans Internet zunimmt und so natürlich auch Medien, die ja, sich zunehmend zu Hause abgespielt haben, der Konsum dieser Medien wie Fernsehen zum Beispiel auch zunehmend beweglich werden und dynamisieren. In der Keynote wurde zum Beispiel gesagt, die Bedeutung des Wohnzimmers nimmt ab. Dieses klassische Fernsehen im Lagerfeuerformat, wie wir es kennen, wo sich die Familie abends zur Primetime versammelt, das wird so vielleicht in Zukunft nicht mehr geben. Was bedeutet das dann konkret für die Inhalteanbieter, also für die Sender, für die zum Beispiel Bewegtbild produzieren? Da gab es ein paar spannende Einblicke von dem Herrn von der ProSiebenSat.1 AG, der mit uns auf dem Panel saß, der zum Beispiel erzählt hat, und die sind ja sehr weit vorangeschritten, also es wurde auch von anderen Panelisten positiv kommentiert, wie weit diese Sendergruppe doch in ihrer Experimentierfreudigkeit geht, dass man durchaus schaut, was sind denn zum Beispiel für YouTube-Stars am Kommen? Wie kann man mit denen dann wieder Sendeformate im eher klassischen TV-Verständnis produzieren? Wie befüttert sich das Ganze gegenseitig? Was für Wege geht man mit Online First? Also, dass man zum Beispiel bestimmte Serien, die man einkauft, zuerst im Internet veröffentlicht und dann im Fernsehen zeigt. Das sind sicherlich auch nur erste Schritte in die Richtung, weil gerade diese Frage, wie wird sich das in Zukunft auch mit den ganzen kreativen Möglichkeiten weiterentwickeln? Ich bin beim Fußballspiel, ich bin live dabei mit meinem Handy, bin selber in der Lage, ein Feedback zu geben, zu kommentieren, aber auch Material zu sammeln. Diese ganzen Verschränkungen, ich glaube, da ist noch sehr viel Spielraum gegeben. Auch zur Einbettung des Zuschauers, dass der eben nicht nur Konsument ist, sondern auch Mitgestalter ist. Die Geschäftsmodelle spielen ja eine wichtige Rolle, wenn es um die Inhalte geht. Kann da Online First punkten durch innovativere Geschäftsmodelle? Ich glaube, da ist auch im Moment noch sehr viel in Bewegung. Dieser ganze Bereich Mobile Marketing ist meines Verständnisses nach am Aufbrechen, aber teilweise noch in den Kinderschuhen. Da gab es zum Beispiel eine Diskussion auch mit dem Repräsentanten von Facebook, wie es jetzt ist, wenn ich eben zunehmend Werbung in meinem Newsfeed bekomme und wie sich auch der Konsument oder der Verbraucher dazu verhält. Also möchte ich das eigentlich? Gibt es Werbeformate, die stören? Gibt es Werbeformate, die eher begrüßt werden? Wie viel persönlich zugeschnittene Werbung verträgt der einzelne Nutzer, bevor er sich, und das spielt ja jetzt, wie wir gelernt haben, in den letzten Monaten eine besondere Relevanz, bevor er sich ausspioniert fühlt? Also all diese Fragen kamen auch mit auf den Tisch. Auch nochmal wichtig in Bezug auf den E-Commerce-Bereich, wo ich vielleicht in Zukunft mit meinem ans Internet angeschlossenen Tablet im Laden stehe und dann direkt aber bei einem Online-Anbieter einkaufe, gleichzeitig natürlich auch wieder mein Standort ermittelt werden kann durch die Mobilübertragung. Also ein sehr komplexes Thema, berührt natürlich auch wieder Datenschutzpunkte, aber auch Möglichkeiten im Bereich des Marketings, wo auch die Entwicklung der nächsten Jahre hoffentlich noch spannende neue Ideen hervorbringen werden. Sie haben ja gerade das Thema Datenschutz schon mehrfach angesprochen. Ich nehme mal an, NSA, Datenschutz war sehr dominierend im Rahmen des Online-Gipfels, oder? War dominierender als gedacht. Es war für mich auch sehr interessant zu sehen, wie eigentlich alle Panelisten dazu Aussagen treffen wollten. Und dass auch bei allen Panelisten den Sommer über ein Thema gewesen ist. Wir hatten ja sehr starke Bandbreite, Repräsentant von Facebook, von Microsoft, Vertreter der deutschen Werbeindustrie, aus der Politik, wie gesagt ProSiebenSat.1 AG. Für alle ist das Thema Datenschutz ein sehr relevantes.
für alle gibt es Nachdenkbedarf, wie man Vertrauen zu den Verbrauchern stärkt nach PRISM, nach NSA und wie man sich auch in Bezug auf sein eigenes Geschäftskommunikationsverhalten vielleicht umstellen muss, auch wenn das jetzt nicht so ein vertieftes Thema war, aber auch aufgrund von Wirtschaftsspionage. Ja, und dass es ganz wichtig ist, da eben auch einen Schritt auf den Verbraucher zuzugehen, sei es in Richtung Stärkung Medienkompetenz oder sei es eben auch in Stärkung des persönlichen Datenbewusstseins. Das war, glaube ich, da waren sich alle einig, ja. Bleibt also spannend, diese Entwicklungen weiter zu verfolgen. Ich denke, Datenschutz wird auch weiter diskutiert, sicher auch im Rahmen des Online-Gipfels 2014. So viel aber erstmal für den Moment. Frau de Bastion, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Dankeschön. Verehrte Zuschauer, so viel von uns für den Moment hier von den Medientagen München 2013. Alle Sendungen und Beiträge gibt es nochmal einzeln zum Abruf bei medienportal.tv. Besten Dank, dass Sie mit dabei waren und tschüss.